mein Kopf war die ganze Zeit so, das geht nicht, das geht aber eine Minute später, da scheißt der kleine Scheißer einfach in unseren Vorgarten. Das war Erlösung. Das war echt Erlösung. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich erlöst gefühlt habe. Das ist das letzte Mal nach der Entscheidung für Jesus, glaube ich. Servus Leute, schön euch zu sehen. Heute werden wir unseren Leiter oder einer unserer Leiter ranken und zwar mit einem lebendigen Geschenk. Welches lebendige Geschenk, das seht ihr gleich, denn wir ranken gleich. Payback. See you. Hi, guten Morgen. Hey, sobald das wirklich klappt, ne? Das wäre echt so sau cool. Und die Luki, die wünscht sich so unbedingt einen Hund und die sagt immer, kann ich mir einen zu Weihnachten wünschen? Also könnt ihr euch ja irgendwas ausdenken, dass er irgendwie an uns als Familie ein Geschenk machen wollte oder so. Und dass ihr den aus dem Tierheim geholt habt und dass ihr den auf gar keinen Fall zurückbringen könnt und dass ihr richtig viel Geld bezahlt habt für den Hund und ah, der wäre geimpft und gechippt und weil wir hatten auch vor 2 Tagen Hundescheiß im Auto und da war der Edgar gar nicht mehr glücklich. So, was ich meine? Das wäre so cool! So, also nehmen wir an, er steht jetzt hier, ne? Also ich leg den Hundekorb hier hin. Ich sehe jetzt das Blinken, ne? Ja. Meanwhile. Schau mal, die. Ja, perfekt. So, schau mal. A few moments later. Okay, der Hund ist jetzt gerade im roten Auto. Wir sind auf der gegenüberliegenden Straßenseite, haben uns hinter dem Busch versteckt, hinter dem Baum und ich hoffe, dass es klappt. Hey, servus! Ja, ich bin raus. Ja, Edgar, wir als College, ey. Wir haben uns gedacht, du hast so viel Energie und Zeit reingesteckt in uns bisher. Edgar, also wir haben einen Tipp gekriegt, ne? Ein Tipp von meinem Bruder, was ihr euch richtig gern wünscht als Family. Hi, liebe Breitenbachs. Hello. Die Momentum-Studenten sind auf uns zugekommen und ob wir einen Tipp für sie haben. Luki uns erzählt, dass es eine Sache gibt, die ihr euch als Family schon richtig lange wünscht. Ja, wir hoffen, ihr freut euch. Wir sind super gespannt auf eure Reaktion. Macht's gut, ihr Lieben. Was denn? Ein Family-Traum. Dass ihr euch das vorstellen könntet. Und deswegen haben wir das angelegt. Ja. Ja, und zwar ist ein Hund von uns als College. Was? Scampi. Scampi heißt die. Wir haben hier sogar noch die offiziellen Kaufvertragspapiere. Also warte, ist das jetzt ein... Ist das euer Erst? Wir haben halt aus dem Tierheim. Ich check grad gar nichts. Liebe Breitenbachs, wir als Erstis profitieren auf so viel Sachen. Aber alles nur über das Baby. Der hat auch eine Tattoo offiziell. Also der ist auch schon geimpft und alles, glaube ich. Dachten, das ist irgendwie hier, nice. Ja. Er ist schon ein bisschen älter, deswegen der ist auch schon stubenrein und so, deswegen dachten wir, das ist ganz nice. Der hat halt gekotzt, weil wir nicht. Wir sind ein bisschen schnell gefahren, aber Scampi. Boah, ich bin gerade völlig überfordert. Warte mal. Und wir können den nicht wieder abgeben. Warum willst du den abgeben? Wir haben extra geholt für euch. Schatz, ich habe nichts damit zu tun. Deine Tochter. Komm mal her, das mal. Schatz, warte doch mal, der Hund braucht du jetzt erstmal hier auf. Der Kack hat da jetzt erstmal reagiert, ne? Durchfall! Aber der ist gesund, ich glaube, ich bin einfach zu schnell gefahren. Ja, jetzt machen wir sauber da. Wir haben den ja auch bei euch geholt, wieso wollt ihr jetzt nicht den Hund haben? Ja, nur weil Edgar College-Leiter ist, hallo? Ich habe eigentlich gesagt, dass die Season gerade überhaupt nicht dafür da ist. Das ist jetzt die Frage. Also es ist auf der einen Seite so super süß und schön, aber auf der anderen Seite... ich weiß gerade gar nicht. Scampi! Will der Edgar dich nicht?
ist aus Scampi. Ja, ja, der heißt Scampi. Also, sie, wir können ihn auch oder Scampi. Sie. Oh, guck mal, 2010 geboren. 11 Jahre. Stirbt sie ja dann. Dann stirbt sie doch mal. Kannst du uns noch schön das Haus holen? Aber ich weiß nicht, wie die das aufgefasst haben, dass das ein Familientraum in der Hinsicht ist. Also es ist nicht, was wir nicht wollen, aber Scampi, wir sind völlig überfordert gerade mit der Situation. Müssen wir echt erstmal checken. Könnt ihr erstmal checken? Ich meine, ihr habt vielleicht auch eine andere Reaktion erwartet, oder? Wir lassen jetzt mal eine Woche da, oder? Eine Woche? Wir lassen das erstmal sacken. Gut. Also, wir gehen. Genau. Weil es so vielleicht. Da jetzt fertig ist. Ankommen. Ich riecht der schon so oder ist das? Ich hätte gesagt, Leute, ich würde den Hund nie im Leben nehmen. Never. Never. Das ist kein Scherz. Nein, ich will den gar nicht behalten. Kein Hund haben. Das Erste, was er tut, ist kackt er in meinen Vorgarten. Er kackt in meinen Vorgarten. Und er war so völlig entspannt. Da ist er. Ey, Junge, was ist los mit euch? Meine Schwester kommt hier an und gibt uns einen Hund. Ja, Mann! Was ist da los? Ja. Ey, so süß, Alter. Ja, süß. Und wer kümmert sich darum? Ach, das kriegt ihr schon hin, oder? Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Wir sind völlig überfordert. Wir haben gesagt, wir müssen euch jetzt erstmal anrufen. Ah. Okay, dann wissen wir Bescheid. Schau, sitz noch tief. Ciao. Nein, ich darf da nicht hoch. Scampi? Wie ist der so? Ich bin nicht. Scampi, mach so einen Weg. Scampi, mach Sitz. 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 Das ist von den Schülern ja super süß, ne? Aber. Ja, voll, aber. Leute! Das ist echt witzig, weil Edgar hat es geschluckt. Das passt gerade gar nicht. Er ist so richtig. Geil. Er hat es gerade gesehen. Und ich glaube, er ist ein bisschen angespannt. Mhm, ein bisschen überfordert. Edgar. Ist integriert. Ja. Das, was er preacht, was er uns erzählt. Stimmt schon. Er ist echt in Jesus gegründet. Ich wäre komplett ausgerastet. Also, bis gleich. Leute, jetzt lösen wir. Au, wir sind voll gespannt. Yes, Moment. Wir haben was vergessen. Wir haben den Hund vergessen. Hä? Wann habt ihr die Kamera? 3, 2, 1. Servus Leute, schön euch zu sehen. Der Prank kam offiziell wirklich gut an. Yes. Edgar hat innerlich gekocht, aber konnte seine Gefühle nach außen hin unterdrücken. Perfekt. Also wir sind glücklich, Kaufvertrag kam auch an. Für Spenden, Link in der Bio, bzw. unten in der Beschreibung. Peace out. Peace out, Leute. Ja, was für ein Fazit. Also, okay, ihr habt das echt gut gemacht. Also, ich hab euch alles abgekauft. Vor allem 11 Jahre, ich dachte, der stirbt bald. Ich kann mit Hunden einfach nicht anfangen. Für mich gehören Hunde nach draußen. So diese Haare überall, ne? Und dann der Geruch. Ich kann damit nichts anfangen. Also, Scampi hat mir in meinen Vorgarten geschissen. Ja. Später, da scheißt der kleine Scheiße einfach in unseren Vorgarten. Richtig dünnschiss. Und ich denke nur so, was passiert hier? Ich habe gerade noch zu meiner Frau gesagt, wäre es ein Welpe gewesen, dann wäre es was anderes. Also und dann gab es irgendwie eine nette Karte,
Diese Karte zählt voll die netten Sachen drauf. Am Ende ist das ja alles fake, ne? Mach Steffi den Kofferraum auf, okay? Und dann ist dort so ein Kühlter in so einer Box. Was ich gedacht habe? Scheiße. Alles und gar nichts. Wie fandest du unsere gefälschten Papiere? Und dann kommt der Sam mit irgendwelchen gefälschten Papieren an. Ich war völlig überfordert, was ist passiert denn jetzt hier? Ich hab's mir, glaube ich, viermal angeguckt und hab's Das ist schon voll abgekommen. Ne? Ihr habt das selber gemacht, ja. Oder? Und dann sagt noch Sam, ja, Hundesteuer kommt noch dazu. Später dann auch. Das kann doch nicht sein. Ich habe gesagt, das ist so, ich, keine Ahnung. Ich war völlig auch. Und das Schlimmste war auch noch, ich hatte um 17 Uhr einen richtig wichtigen Call. Und in meinem Kopf war nur die ganze Zeit Schande. Ich habe noch einen Call bis 18 Uhr. Darum habe ich zu Anne gesagt, geht einfach Gassi. Die sagen, geht Gassi und danach entscheidet ihr das. Und trotzdem dachte ich, nee, ich will keinen Hund zu Hause, ey. Und auf mein Sofa gesprungen, ich hab mal gedacht. Und dann sage ich, komm her, mach sitz. Der hört gar nichts. Ich so, ey Schatz, Katastrophe. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich erlöst gefühlt habe. Das letzte Mal nach der Entscheidung für Jesus, glaube ich. Also ich habe danach Nervennahrung gebraucht. Ich habe mir Süßigkeiten, Chips gegönnt. Das war wirklich. Habt ihr gut gemacht.